Willkommen, die Autoren, Frau Mirus Bröhr als Veranstalterin. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Alexandra Hermann-Stöltjens und mit meinem Mann Alexander Hermann konnten wir vor 8 Jahren dieses Haus erwerben und haben das mit einer kleinen Kulturscheune umgebaut und auch mit 2 Ferienwohnungen. Und wir wollen hier immer so kleine Events machen, was natürlich jetzt in letzter Zeit ein bisschen schwierig war, aber wir freuen uns desto mehr, dass es jetzt wieder möglich ist. Genießen Sie den Nachmittag und dann gebe ich weiter an Frau Mirus Bröhr, die noch einiges dazu sagen wird, wie der Ablauf ist. Ne? Dankeschön. Ja, können Sie mich denn so hören, sonst setze ich mich hin. Mikro. Ach, hier. Ja, dann kann ich auch aufstehen. Also vielen Dank, Frau Hermann-Stöltjens, für die nette Einladung und dass Sie uns hier diesen schönen Ort zur Verfügung gestellt haben. Also, liebes Publikum, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Autorinnen und Autoren, ich freue mich, dass wir uns heute nach langer Zeit wieder treffen durften. Und ich sage herzliches Willkommen. Und heute hat der Förderverein für zeitgenössische Literatur eine Lesung veranstaltet im Rahmen des Literatursommers Schleswig-Holstein. Und dazu haben wir Autorinnen und Autoren eingeladen, die Ihnen zu diesem Thema im weitesten Sinne auch etwas erzählen und vorlesen, was von Schleswig-Holstein handelt.
Der Literaturförderverein Nordbuch ist ein gemeinnütziger Verein und wir sind ehrenamtlich tätig, viele Autoren auch. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie den Autoren nachher einen herzlichen Beifall geben würden. Ja, was gibt es noch zu sagen? Der Literaturförderverein Nordbuch ist für schleswig-holsteinische Autoren und Autoren in der Regel der Ansprechpartner, aber auch schon darüber hinaus. Und ab und an haben wir Gäste aus anderen Bundesländern. Wir geben alle 2 Jahre eine Anthologie heraus, die den Titel Fundstücke trägt und manchmal zu einem Thema noch einen besonderen Titel hat. Sie können das an dem Büchertisch einsehen und auch ein bisschen schnuppern. Vielleicht gefällt Ihnen die eine oder andere Geschichte. Natürlich kann man das auch mit nach Hause nehmen und käuflich erwerben. Das kommt immer in die gemeinnützige Kasse für den Förderverein. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ach so, ich habe mich nicht vorgestellt. Entschuldigung, mein Name ist, aber Frau Hermann-Stoltjens hat es ja schon gemacht. Mein Name ist Christel Mios-Bröher. Ich bin die Vorsitzende dieses Literaturfördervereins und auch Autorin und schreibe auch selbst. Aber heute möchte ich Ihnen unsere anderen Mitglieder und Autorinnen und Autoren vorstellen. Und da möchte ich ganz besonders heute Ihnen etwas erzählen von einem besonderen Text. Und zwar geht es über die Eider. Und diese Geschichte und diese Erzählung über die Eider, die wird Ihnen Frau Dr. Albers, Elisabeth Albers, hat sie geschrieben. Die wird Ihnen das gleich vortragen. Das Besondere daran ist, dass das eine Versform beinhaltet. Ein ganz wunderbarer, schöner Text, der zu dem heutigen Thema als Auftakt sehr gut passt. Wenn ich denn Frau Dr. Elisabeth Albert hier nach vorne bitten darf, kann ich noch erzählen, dass sie aus Westensee kommt. Sie ist auf dem Lande groß geworden, hat Medizin studiert, als Ärztin gearbeitet und seit einigen Jahren kommt sie auch zu uns in die Schreibwerkstatt, die wir regelmäßig einmal im Monat durchführen oder durchgeführt haben. Corona hat alles durcheinander gebracht. Sie merken das, dass die Sprache vielleicht noch nicht ganz so perfekt ist. Es ist das erste Mal, dass wir uns wieder treffen und ich die Autoren vorstellen darf. Ja, Frau Dr. Elisabeth Albert mit der Geschichte in Versform Die Eider. Vielleicht haben Sie auch Fragen, dann dürfen Sie natürlich jederzeit fragen. Wir können auch nach der Lesung vielleicht ein bisschen zusammensitzen und diskutieren. Und sonst sagt Frau Dr. Albers Ihnen sicher auch gerne selbst, was ich jetzt nicht erzählt habe. Bitte schön. Jetzt brauche ich einmal technische Unterstützung, weil ich muss umblättern und das Mikro müsste hier drin stecken. Wie geht das? Da ist ja eine Stufe. Setz dich mal so ein bisschen hier. Ne? Hier eine kleine Ablage, das ist schon gut. So wie Sie jetzt vorlesen würden, diese Position mal einnehmen. Kann man das verstehen? Geht das? Nee, jetzt geht dann. Jetzt. Ich da? Wie ist es denn jetzt? Ja? Ja. Es wird zwischendurch ein bisschen bitte, lauter. Deswegen. Bitte klein bisschen das Mikrofon nach das unten, sonst das ist das genau hier im Bild. Das wäre freundlich. So. Wenn das so technisch geht, okay. Sagen Sie mal was? Ja, passt das? Ja. Sagen wir mal was reden? Ja, was reden? Ja, jetzt sage ich was. Hallo, hallo? Geht das so? Ja, guten Tag. Ich freue mich über so viele Gäste. Ich danke Christel für die nette Einführung. Und es stimmt, es geht um die Eider.
Es ist die Geschichte einer Persönlichkeit, die viele von Ihnen sicher ja auch kennen. Vielleicht nur vom Namen her, vielleicht mal gesehen, vielleicht sogar genauer kennengelernt. Die Eider ist der längste Fluss in unserem schönen Schleswig-Holstein. Ich habe sie viele Male besucht und dabei gemerkt, dass sie erzählt. Jawohl, sie erzählt von sich. Ihre Stimme wechselt von Abschnitt zu Abschnitt. Mal ist es so ein kindliches Gekicher, mal ein ängstliches Flüstern, mal ärgerlicher Protest, mal trauriger Gleichmut oder ein wehmütiges Seufzen. Aber an manchen Stellen ist es so ein richtig fröhlicher Singsang. Sie werden es hören. Manchmal ist die Stimme etwas schwer zu verstehen, aber ich habe es mal aufgeschrieben. Und dieses wunderschöne Lied, was wir eben hörten, das passt genau dazu, wenn Sie das noch im Gedächtnis haben. Meine Eltern, zwei Bächlein, wenig bekannt, zu Beginn meines Weges im Barkauer Land. Sie fließen zusammen, werden silbernes Band. Jetzt bin ich die Eider und ich muss weiter. Obwohl ein Kind noch, bin ich schon unterwegs. Treff den Bootkamper See und tschüss und ade. Ich fließe weiter, ich kenne mein Ziel. Das ist die Ostsee, der Hafen von Kiel. Ich bin die Eider, ich muss noch weiter. Gemächlich fließend, mein Bettchen noch schmal, durch Wiesen und Felder im Urstromtal. Moin, moin, hallo Flintbeck, oh, schön ist's bei dir. Ich höre Lachen und Kindergeschrei an deiner Badestelle und schon bin ich vorbei. Ich bin die Eider, ich will noch weiter. Die Brücke beim Molchsee, so breit und so schwer, gruselig dunkel ist's drunter, ich fürchte mich sehr. Doch dann wieder Licht, den Himmel ich seh, in lieblicher Landschaft beim Schulensee. Fast bin ich am Ziel, ich seh dich schon, Kiel. Ich bin die Eider, muss nur noch ein bisschen weiter. Verdammt! Ein Hügel versperrt Weg mir und Sicht. Hey, lass mich durch. Hey, hörst du mich nicht? Er sei der Hornheimer Riegel, nennt die Eiszeit als Grund. Wenn ich mit ihm schimpfe, hält er beleidigt den Mund. Er bleibt einfach liegen und ich soll mich fügen. Was soll ich bloß tun? Ich drehe also um. Ich bin die Eider. Ich will jetzt weiter. Verwirrt, etwas ratlos, dabei ganz allein. Muss irgendwie weiter, ich bin doch noch klein. Der Westensee lächelt mir freundlich entgegen, erzählt von der Nordsee und alten Schifffahrtswegen. Nach dem See wird es schrecklich. Ich leide sehr. Man benutzt meinen Lauf für den Schiffsverkehr. Man leitet mich um, man mauert mich ein, man nennt mich Kanal, ich will's gar nicht sein. Meine Ufer begradigt, mit Signalen bestückt, meine Strömung erloschen, ich werd fast verrückt. Ich bin noch die Eider, wie mach ich's weiter? In Sicht kommt dann Rendsburg. Ich will dran vorbei, ich halt mich mal rechts, ich wär so gern wieder frei. Danach wird es schmerzlich, hier geschah schon so viel, man spielte mit mir ein falsches Spiel. Einst führte man Weg an der Festung vorbei, dann nutzte ich das Schifffahrt, dann ließ es dabei. Und dann dachten Menschen einen teuflischen Plan, erst nicht zu erkennen, doch so fing es an. Zuerst eine Schleuse, noch blieb mir mein Lauf, doch dann ein Wall mit Häusern da drauf. Mein Weg war zu Ende, kein Durchkommen mehr. Ich treff auf eine Wand und niemand hilft mir.
das bricht meine Seele. Ich werde ganz still, fließ nur noch im Kreis, weil der Mensch das so will. Sie nennen das Hafen und taufen mich um. Ab jetzt Obereider, ich leide stumm. Ich will so gern weiter, ich bin noch die Eider. Ist jetzt alles zu Ende? Ist der Tod mir bestimmt? Ich will das nicht glauben, das macht keinen Sinn. Es ging doch mal weiter, das weiß ich genau. Es muss Spuren geben aus meinem früheren Leben. Ich gehe auf die Suche, frag Freunde um Rat. Wildenten schnattern's mir und in der Tat, mein neues Ich beginnt jenseits der Stadt. Sie nennen mich Untereider. Das heißt immerhin, es geht weiter. Erst bin ich ruhig, bescheiden, fast schwach. Doch ich ziehe weiter, werde immer breiter. Ich dank euch, ihr Freunde, die ihr Wasser mir schenkt. Du Rinne, du Sorge, ihr zahllosen Auen, ihr Schwestern des Wassers, ihr macht mich stark. Ich fließ elegant in gewundenen Schleifen, beim Sonnenschein glitzernd als silbernes Band, durch Wiesen und Wälder, durch fruchtbares Land. Schilf säumt meine Ufer und Pappelalleen. Ich sehe über Wiesen die Frühnebel gehen. Ich liebe die Moore und der Frösche Gesang. Hör die Singdrossel rufen bei Erntedank. Ich erblick in der Ferne die Hügel der Geest, grüße schreitende Störche und die singende Lerche. Erfreue mich an Dörfern, deren Kirchturm mir winkt, an Erlen, an Weiden, wo die Nachtigall singt. Ich bin die Eider, hier bin ich so heiter. Doch früher im Winter zur Vollmondnacht, wenn der Sturm kam von Westen mit all seiner Macht, wenn die Nordsee erpeitschte, fegte brüllend einher, trieb die Wellen flussaufwärts bis weit fort vom Meer, dann verließ ich mein Ufer, ergoss mich ins Land, flutete Felsen und wieder Wiesen, wo mir nichts widerstand, stieg höher und höher, kroch lautlos heran, den Tod im Gefolge für Kind, Frau und Mann. Oh ja, auch das war ich Eider. Doch sie trotzten dem Schicksal, fassten eisern den Plan, mich zu besiegen, sagten Fehde mir an. Sie kamen mit kleibeladenen Wagen und schweren Schaufeln in ihrer Hand, bauten Dämme gegen die tödlichen Fluten und Schleusen in meines Ufers Rand. Sie kämpften und kämpften, sie gaben nie auf. So zügeln die Deiche fortan meinen Lauf. Meine Kraft wird gebändigt, meine Freiheit beendet. Ich bin ja die Eider, ich fließe trotzdem weiter. Mein Weg führt vorbei an der Holländerstadt, ihren Grachten und Häusern, die erbaut man hier hat. Hier ist man bedächtig, überall Tradition. Vor allem die Häuser erzählen davon. Mit der Träne vereint verlasse ich das Städtchen. Mein Weg führt jetzt durch das Marschenland. Die Dörfer versteckt hinter hohen Deichen. Es ist nicht mehr weit bis zum Nordseestrand. Ich werde schon müde, da kommt Tönning in Sicht. Fischerstädtchen im Abendlicht. Hier lebt man beschaulich und ohne Gefahr. Doch man kann noch erinnern, wie früher es war. Da dröhnte der wilden Stürme Chor und die Mordsee klopfte an das Tor. Rasende Rosse mit peitschender Gischt, Grenzen von Himmel und Wasser verwischt. Menschen am Deich, voller Angst und Not im Gebet versammelt. Sie fürchten den Tod. So sagen's die Alten und geschrieben es steht, in mancher Chronik, die im Bücherschrank steht. Doch das ist längst vorbei. Ich fließe weiter.
irgendwie bin ich immer noch die Eider. Doch dann kam die Zeit. Eine Weile ist's her, dass die Menschen beschlossen zu zähmen das Meer. Jetzt ist's vollbracht, doch ich weiß noch genau, wie damals es vor sich ging mit dem Bau. Die Banger knarzten mit stählernen Ketten und riesige Raupen krochen einher. Kräne glitten auf Schienenbetten in offenen Kübeln, kochte der Teer. Hydraulik quietschte, Motoren jaulten und schwimmende Pontons wippten im Meer. Auf Ufern dröhnten schwere Maschinen, gruben Löcher ins Erdreich für Füße aus Stahl, setzten Pfeiler, Dämme und riesige Tore, schufen Treppen und Mauern in großer Zahl. 6 Jahre vergingen, dann war's vorbei. Da hatte der Höllenspuk endlich ein Ende. Es wurde wieder still. Und ich lief gegen Wände. Es sei ein Sperrwerk. Es schütze das Land vor dem Wüten der Nordsee. Das ist mir bekannt. Doch auch mich legt's in Fesseln, verstellt mir den Lauf. Die Menschen von heute vertrauen darauf. Ich vermisse mein Schwingen mit Ebbe und Flut, wurde Sklavin mechanischer Tore. Ich spüre es deutlich, ich verliere den Mut und klag mit den Wassern im Chore. So hört mein Lamento, ihr Menschen im Land. Auch wenn's euch nicht kümmern und ich red's an die Wand, bedenkt euer Tun. Und dies ist mein Mahnen, noch ist es nicht aller Tage Abend. Es lohnt sich wirklich, die Eider immer mal zu besuchen. Eine sehr schöne Stelle, die wenig bekannt ist, ist Bad Breiholz. Kennt das jemand von Ihnen? Da ist eine Fähre, da ist es wirklich, da ist sie breit und schön und man sieht, wie sie sich durchs Land schwingt. Also ich bin ein Fan von ihr, merken Sie schon, ne? Ja. Ja. Es geht noch ein bisschen weiter, Christel hat es angekündigt, auf Plattdeutsch. Ich hoffe, das geht so. Es ist eine Geschichte aus meiner ganz frühen Kindheit. Ich bin aufgewachsen in der Nähe von Oldenburg auf einem Bauernhof. Ich bin im Kriegsjahrgang und wir hatten damals natürlich plötzlich ganz viel Spielkameraden, die Flüchtlingskinder. Wir Kinder fanden das toll, war immer richtig was los. Und es geht um einen von diesen Jungs, mit denen ich als Kind spielte. Und der Gegenstand ist ein Brunnen. Auf Plattdeutsch de Sout. De Sout. Anfung hättet all für lange Tiden. Dat mach wohl lüt sömtig johr herwesen. Ich gung noch nicht durch Schol. Wer in Lütje deren in blonde Kruse kommt. Und ich lebte ob in Burenhof in Ostholstein. Kindergorn geeft dat noch nicht. Und so wär ich den ganzen Tag über meist Buten in Stall rum, tu Gruppen und Ströme, ob das Feld ruht. Aber abends, wenn min Mutter Märchen vorlesen de, wär ich musenstill wie to hören. Ich leifte ole Geschichten und ganz besonders begeistert wär ich, wenn du in Sout ins Spiel käm. Das wäre die Zeit, wo ich anfange, mich für Souten zu interessieren. Das hört sich figelinsch an, aber das ist so gewesen. Und das ist so bleiben, mein ganzes Leben lang. Da ist die Geschichte, du musst ein Kind in ein Sout bringen und innen ist ihn nie gewählt und froh holle. Und in Anamol dringt in Lütje Bruder Worte von in fremden Sot und ward furz verwandelt in ein lütten Rehbock.
Und noch ein andermal seht in dein Sod ein ganz wunderliche Puch, dick und snacken. Und hier wär ein vertöverte Prinz. Und als der böse Wolf mit all seinen Stein in den Lief, in den Sod voll und afsuten day, von ich dat ganz und gar richtig, Herr Haie, ob der arme Grotmutter abfreten. Ein Beit Lothar käm die Geschichten und dat hellige Buch dorthau. Do in düsse Gegend, wo in Hüt Oriento secht, wär auch irgendwas wat los. Und ganz oft passiert do wat an ein Sod. Do wär in Jakob, die morgen lange, lange Reis, wie wohl in Flug finden. Und wo süd he die schöne Rachel, wie in Sod. Und wenn die dorige Geschichte von Josef und seine Brüder, die wären eifersüchtig, sein Vater hätte ihn vertrocken. Sie wollen ihm losfahren und hab ihn verstecken in ihn drögen Sod, bevor sie ihn verhügert haben, düsse Baggerluten. Und die Geschichte von Hajar und ihr Lützsohn Ismael, wer bin noch schief gegangen? Zum Glück hat er in Engel secht, wo sie ihn Sod finden kann. Und nun komm ich zu die besonders Beliefnis mit ein Sod, die ob unsen Hof. Hey, wirklich mit dem Perstal, so als dat ob in Hof gehört. Mit in Old Motsche Pump. Die bi er Arbeit jümmer stöhnen und jammern de. Du bi in Troch, und denn die Peer drum dreimal an Dach suchen kon. In Sommer voll die Pump af und an drüch. Denn muss man u die Blickdose, die du biestün, vor der Baum reingehen. Dann gönn sie weiter. Du rümmest die letzte, die pumpt haar, jümmers Worte in die Döse zurechtstellen. Wenn wir Kinder da rumplömpert haben, vergeten wir das mit die Döse meist. Dann werden wir utschält. Die Groten machen das ganz und gar nicht, wenn wir Kinder mit die Pump rumspielen. Sie haben Angst, wir können in den Sod reinfallen. Dobi wäre doch mit zwei großen Betondeckel abdeckt. Und doch, da käm ein Dach, den war ich nie vergeten. Nie, nie, nie. Mein Lötzbeelfreund Günni und ich wären mal wieder bei den Sod gegangen. Das war ein warmer Sommerdach. Wir wären alt pitschenat und wogen uns da wegen nicht zu Hus. Ich weiß nicht mehr, wo das käme, aber mit einmal haben wir den Infall in den Sod zu kicken. Das wäre streng verboten. Wer da reinfällt, muss versuchen. Kein ein kann helfen, wir wissen das. Ganz genau. Das wäre ein schweres Stück Arbeit für uns beiden Lütten Butchers. Wie wir rachen uns ab, wie stöhnen und schuven mit uns Lütte füllt durch den Lehm an den Rand von den Sod. Aber dann wäre das schafft. Wir putzen unsere Fingers und unsere Show mit ein bisschen Gras. Und dann langsam, langsam und vorsichtig setzen uns binnen smolen Spalt ob die Knädel. Dat wär man drei Finger breit und dat ob man bloß ganz guten anrand. Günni ging als erste mit sin Kopf über de Ritz. Langsam und bedächtig, als das in Ort wäre. Und dann treff ich. Ich pier erst mit ein O, dann mit beide. Ich sehe gar nichts. Eins wird zappenduster. Gibt das vielleicht golden Fische drin? In Raufenswatten Vogel? In Poch? Die mit uns snacken will? In Riesenslang? Die uns bieten wohl und das rück muffig und in Beten noch was englisch, ich wüsste das nicht. Wo deib wir hier wohl unser Sod? Günni keck sich und von ihn Lütchen stehen, nicht gerade als ein Hausel nöt. Hey, keck mich an und ich wusste, was ich für her. Ich nick hab.
und die Beine gingen mit dem Gesicht ganz dicht an den Ritz. Und Günni lädt den Stein reinfallen. Wie Töven lange Tiet. Dann sei das ganz leise und ganz fair. Plitsch. Und dann wäre das wieder ganz still. Wir kicken uns an. Kein ein sech ein Wort. Zuletzt kriegt Günni mir bei der Hand und wir laufen weg. Am nächsten Tag wäre der Betondeckel wieder auf seinen Platz. Das haben wir wohl ihn mitkriegen, dass wir das mögt haben. Günni und ich sind doch nie wieder biegen, auch nicht, als wir öller wären und noch Knöf haben. Die Sod hat von dem Tag an sein Geheimnis für sich beholen. Für alle Tiden. Dankeschön. Vielen Dank. Da sehe ich mal vielen Dank auch. Oh, ja, das ist ja noch nicht du. Danke dir. Ja, prima. Ja. Anlässlich des Literatursommers haben wir die plattdeutsche Geschichte sozusagen eingebettet. Es ist ja so förderungswürdig, diese Sprache zu beachten, das Niederdeutsche, und sie auch zu erhalten. Es wird immer weniger gelesen und gesprochen. Ich habe vielen Dank gesagt für diese Geschichte. Anlässlich, also ich hoffe, Sie haben das soweit verstanden, der Brunnen und die schöne Eider, die Elisabeth gelesen hat. Wir kennen uns schon sehr lange und duzen uns daher. Ja, wir haben das anlässlich des Literatursommers zum Thema Schleswig-Holstein so eingebettet, dass es eben auch die niederdeutsche oder auch plattdeutsche Sprache beinhaltet. Und wir sagen ja immer, das muss gefördert werden, es ist förderungswürdig, es wird zu wenig gesprochen. Und ich freue mich deshalb, dass wir das einmal hören konnten. Das ist ja nicht so oft, sodass ich denke, dass die Zeit dafür gut gewesen ist. Vielen Dank erstmal, dass Sie zugehört haben und vielleicht auch etwas verstanden haben. Ja, und als nächstes kommt Irmela Mukura-Rinder. Irmela Mukura-Rinder ist eine Autorin, die in der Nähe von Husum heute lebt. Sie ist ehemals aus der DDR gekommen. Ich möchte Ihnen auch noch sagen, in dem Programm, was Sie auf den Tischen hier finden, habe ich für Sie, damit Sie das in Erinnerung behalten können und nachlesen können, kleine kurze Biografien der Autorin aufgeschrieben und Sie können dann nachlesen. Ja, und Irmela Mukura-Rinder, die erzählt heute eine ganz andere Geschichte, eine vielleicht etwas bitterböse, vielleicht auch lustige, satirische Geschichte. Machen Sie sich selbst ein Urteil. Sie erzählt alles Gute zum Geburtstag. Wo ist der Technikmensch? Das müsste wieder rein. Ich brauche noch eine Hand zum Reden. So, kann man das jetzt hören? Ja. Nein, du musst noch ein bisschen dichter ran. So? Ja. 10 Zentimeter entfernt, mehr nicht. Ja, ich bin bemüht. Also, bitterböse, sag ich gleich. Frühstück, Jochen, Frühstück ist fertig. Ute stand am Tisch, die Teekanne in der Hand, gießbereit. Jochen, was ist mit dir? Langsam öffnete sich die Tür. Selbst wenn etwas mit mir wäre, du würdest das gar nicht merken, krächzte Jochen und ließ sich schwerfällig auf den gepolsterten Stuhl fallen. Hier, 2 Krümel brauner Kandis, genau abgewogen. Und jetzt darf ich einen gießen, oder? Und warum flüsterst du eigentlich?
Hast du dich beim Schnarchen heute Nacht verausgabt? Ich ungeschnarcht? Kein Auge habe ich heute Nacht zugemacht. Immer dieses Ziehen und Stechen im Oberbauch. Du wirst sehen, das sind Anzeichen für einen Herzinfarkt. Gestern Abend in der Gesundheitssendung, da haben die Experten genau über diese Symptome gesprochen. Und zweimal musste ich heute Nacht aufs Klo. So beginnt Prostatakrebs, sagen die im Fernsehen. Nur du willst das nicht kapieren. Tief seufzend stützte er die Arme auf. Wie soll ich bei meiner labilen Konstitution nur die Chemo überstehen? Aber dich interessiert das ja immer nicht. Außerdem, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du mir warmes Wasser für die Tabletten ans Bett stellen sollst? Warmes Wasser. Jetzt habe ich schon wieder eine Erkältung. Ehe das chronisch wird, musst du mich heute zu Dr. Andresen fahren. Ute hatte schon lange nicht mehr hingehört. Sie kannte das morgendliche Geprabbel von Jochen. Bloß nicht unterbrechen, sondern begann alles wieder von vorn. Jochen aß langsam kauend eine Scheibe ungetoasteten Toast mit laktosefreier Butter. Missmutig schaute er, wie Ute vom üppig belegten Vollkornbrot abbiss, genüsslich kaute und sich bereits zum zweiten Mal Kaffee eingoss. Boah, wie der duftet! Kannst du nicht wenigstens morgens auf mich Rücksicht nehmen und auf Kaffee verzichten? Schon bei dem Geruch wird mir übel. Denkst du etwa, es macht mir Spaß, diesen Gesundheitstee zu trinken? Gib mir mal die Tabletten. 1, 2, 3, 4, 5, zählte Jochen langsam beim Schlucken mit. Du hast vergessen zu krächzen, ummte Ute und nahm sich lächelnd die dritte Tasse Kaffee. So, jetzt muss ich rüber ins Büro, drüben warten meine Toten. Wenn du so weitermachst, bin ich auch bald tot, rief Jochen ihr erbost hinterher. Und wie soll ich jetzt zum Arzt kommen? Laufen. Laufen ist sehr gesund. Hilft gegen drohenden Herzinfarkt. Und dann wurde es still im Haus. Ute ging nur die paar Schritte über den Hof hinüber ins Büro. Bestattungen Hansen und Hansen stand auf dem großen Schild. Eigentlich kann einmal Hansen weg, dachte Ute. Seit 3 Jahren hat sich Jochen aus dem Geschäft mit seinem Bruder Lorenz zurückgezogen. Ist nur noch stiller Teilhaber. Spielt krank. Und sie, Ute, macht die Buchführung. Guten Morgen, mein Liebling, grüßt Lorenz sie und versuchte sie an sich zu ziehen. Ach komm, lass das. Die anderen sollen das doch nicht mitkriegen mit uns. Du, wir sind allein. Rolf und Ute machen die Johansen-Beerdigung auf dem Westfriedhof und unser Lehrling Ole, na, der mit seiner Heavy-Metal-Musik, der hört doch nichts. Ja, dann nimm mich einfach in den Arm und küss mich. Aber sprich nicht das Wort Krankheit aus, sonst gehe ich die Wände hoch. Weißt du, irgendwann ist Jochen unser nächster Toter, nur weil mir noch mal das Küchenmesser ausrutscht. Aber vielleicht ist mein Bruder wirklich krank. So viele Leiden und Schmerzen, das kann er sich doch gar nicht ausdenken. Eher schon, lachte Ute und setzte sich an ihren Computer. Vielleicht kann ich ihn zu einer Kur überreden. Dann haben andere Leute die täglichen Scherereien mit ihm und wir beide, sie seufzte. Ich würde gern mal wieder neben dir im Bett aufwachen. Tja, lächelte Lorenz ein wenig verträumt, schaute durch die große Glastür in den Schauraum, wo Särge unter unterschiedlichsten Urnen für jeden Geschmack standen. Bleibt ja nur die Frage, wie kriegen wir ihn da unbemerkt hinein? Die Woche ging so dahin. Jochens Geburtstag kam näher. Auf ihre Frage, was er sich wünsche und wie sein Tag, dass es ein Sonntag, gestaltet werden soll, kam von seiner Seite nur ein Schulterzucken und der gemurmelte Satz: Weiß man, ob ich den Tag noch erlebe? Doch ab Donnerstag wurde seine Laune besser. Und er war ohne Arztbesuch den ganzen Vormittag unterwegs. Am Frühstückstisch am Sonnabend hielt Jochen ihr einen Brief mit breitem Trauerrand hin. Lies, das wünsche ich mir von euch. Nein, vor Schreck hätte Ute beinahe ihr Brötchen in die Kaffeetasse fallen lassen. Nicht zu übersehen eine Todesanzeige mit dem dick gedruckten Namen Jochen Hansen,
geboren am 3. März 1951, gestorben in aller Stille. In Liebe und Dankbarkeit, Ute, Lorenz und alle, denen er fehlt. Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Hast du diesen Unfug etwa auch in die Zeitung gesetzt? Aufgeregt suchte Ute nach den Seiten mit den Traueranzeigen. Draußen klappte die Tür und Lorenz stürmte herein. Bruderherz, ich bin ja viel von dir gewöhnt, aber das ist nun wirklich die Höhe. Beschwörend schaute Jochen von Ute auf Lorenz und zurück. Es ist das Einzige, was ich mir wünsche, die eigene Trauerfeier zu erleben. Ich habe alles fertig in der Schublade. Die Rede, den genauen Ablauf und welche Musik gespielt werden soll. Ach bitte, nur für uns drei. Das wäre das Geburtstagsgeschenk für mich. Sonntagnachmittag. Die kleine Trauerhalle war von Jochen üppig mit weißen Rosen geschmückt. Die großen Kandelaber trugen unzählige Kerzen. Der Sarg stand offen in der Mitte und Jochen lag mit bestem schwarzen Anzug in der hellblauen Sargdecke. Er faltete die Hände und flüsterte ergriffen: Schließ den Sarg nicht, haltet ihn etwas schräg, den Deckel. Ich will noch zuhören. Und legt die Rose oben drauf und dann fangt an. Zuerst das Lago von Händel. Jochen im Sarg, leise weinend, als er seinen eigenen Worten über sich lauschte. Ute, ganz in Schwarz, presste immer wieder Lorenz großformatiges Taschentuch vor den Mund, um nicht laut herauszupusten. Und neben ihr Lorenz, der seinen Arm um sie gelegt hatte und lautlos Küsse auf ihrer Wange verteilte. Als das Schubertsche Ave Maria ertönte, schlüpfte Ute aus ihren hochhackigen Schuhen und rannte nur mühsam das Lachen verbeißend hinaus. Jochen zerrte an seinem Schlips. Die vielen Kerzen machten es unerträglich warm. Das Weinen und Schluchzen aus dem Sarg war längst verstummt. Naja, wahrscheinlich ist er von seiner eigenen Lobhudelei eingeschlafen, dachte Lorenz. Mensch, Jochen, du bist ein... Puh, wie kann es Ute nur mit dir aushalten? Er löschte behutsam alle Kerzen und verließ auf leisen Sohlen den Raum. Kurze Zeit später fuhr der Lehrling Ole auf den Hof. Er horchte in den Trauerraum. Time to say goodbye, tönte es schmachtend. Er suchte sein Smartphone, steckte sich die Stöpsel in den Ohren. Ordnungsgemäß legte er den Deckel des Sarges fest auf das Untergestell, verschraubte alles, verlud ihn mit einem anderen Sarg zusammen ins Auto und fuhr pfeifend in den Abend hinaus. Er schläft jetzt fest in seiner hellblauen Sargdecke, flüsterte Lorenz Ute zu und schälte sie behutsam aus ihren schwarzen Sachen. Ein wenig später erreichte Ole Flensburg, fuhr langsam auf einen großen Hof, an dessen Eingangstür das Schild prangte: Krematorium. Liebe Irmela Mukura-Rinder, das war eine schöne, makabre Geschichte. Und als Dankeschön auch, wir duzen uns auch schon, dir auch ein Buch. Und ja, alles Gute erstmal und vielleicht sprechen wir nachher nochmal über die Texte. Als nächstes soll es gleich weitergehen. Ich erzähle von den Autobiografien jetzt im Augenblick nicht so viel. Vielleicht mögen Sie es doch lieber nachlesen. Und dann stelle ich Ihnen jetzt eine Autorin vor, die extra aus Hessen hergekommen ist. Das ist Hanna Dunkel. Sie ist Schriftstellerin und hat Romane geschrieben. Und sie hat einen Roman geschrieben, der hier in Schleswig-Holstein gespielt hat. Und einer wahren Geschichte entweder nachempfunden ist oder auch nach der Aktenlage so geschehen ist, das wird sie Ihnen am besten selbst sagen. Hanna Dunkel. Okay.
Sieht das so schön so weiter. Eine gruselige Geschichte. Klein bisschen. Hallo. Hallo. Klein bisschen weiter das Mikrofon nach unten, sonst ist das immer im Gesicht. So? Doch, geht das perfekt. So? Okay. Ja, ich habe dieses Buch geschrieben nach den Akten, die im Landesarchiv von Schleswig aufbewahrt werden. Wir waren im Urlaub an Kappeln an der Schlei und da hatte ich gelesen von diesem Mordfall und ich wollte gerne wissen, warum der Täter das getan hat. Und das ist von 1922 im April geschehen. Und ich habe dann die Akten im Landesarchiv gefunden, konnte mir Kopien machen und danach habe ich das Buch geschrieben. Das ist 2010 erschienen und es gibt es aber nur noch als E-Book. Ich lese ein paar erstmal in den Akten, da waren also auch Zeitungsberichte und die Skizzen von dem Tatort und alles war schon sehr spannend, es hat mich sehr, sehr berührt, muss ich sagen. Vierfacher Raubmord. In der Nacht vom Sonntag, den 2. auf Montag, den 3. April, ist auf dem Wege von Ulsnisstrand nach Ulsnisdorf die Witwe Helene Schmidt, geborene Klinker, auf einer Koppel unmittelbar am Wege und in der Wohnung der Witwe Schmidt in Ulsnisstrand, deren beiden 11 und 13 Jahre alte Söhne Arthur und Max und das im Hause bedienstete Mädchen Frieda Wiese ermordet aufgefunden worden. Anscheinend liegt Raubmord vor. Der Tod ist durch wuchtige Schläge auf den Kopf herbeigeführt. Zweckdienliche Mitteilungen bezüglich der Täterschaft werden erbeten an das nächste Landjägeramt, die nächste Polizeibehörde, das Amtsgericht Kappeln oder an die Staatsanwaltschaft in Flensburg. Für die Ermittlung der Täter wird eine hohe Belohnung in Aussicht gestellt. Soweit der amtliche Bericht. Von anderer Seite erfahren wir zu der grausigen Tat noch das Folgende. Die Leiche der Witwe Schmidt lag auf einer etwa 700 Meter vom Hause entfernten Koppel. Bekleidet war sie nur mit einem Hauskleide, trug also weder Hut noch Mantel. Nur einen Pelzkragen fand man bei der Leiche. Allem Anscheine nach ist die Frau nicht auf der Koppel erschlagen, sondern dorthin geschleift worden. Der erste Schlag muss auf der Straße gefallen sein. Dafür spricht auch, dass man auf der Straße eine anscheinend von einem Hektor stammende Latte fand. Ferner lagen auf der Straße Haare und mit Blut besudelte Knöpfe. Von der Straße bis zur Koppel führt eine Blutspur. Auf diesem Schleifwege sind dann auch ein Gebiss, Teile der Hirnschale, Haarkamm und Haarfeil gefunden worden. Die Hand der Leiche war hoch aufgeschwollen, wahrscheinlich durch einen wuchtigen Schlag. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass ein schwerer Kampf zwischen dem Täter und der Erschlagenen, der der Schädel gespalten ist, stattgefunden hat. Das Haus der Getöteten, die eine gut gehende Gärtnerei besaß, ist von peinlichster Sauberkeit. Ein Fenster zu einem kleinen Zimmer wurde eingedrückt vorgefunden. Das Innere bot ein grässliches Bild. In ihren Betten lagen erschlagen die beiden Knaben der Witwe sowie ihr Dienstmädchen. Alle drei mit derselben klaffenden Kopfwunde, die das Gehirn bloßgelegt hat. Wände und Decken sind mit Blut geradezu besudelt. In der Küche fand sich ein Eimer mit Wasser, der ebenfalls Blut enthielt. Wahrscheinlich hat der Täter sich nach der grauenvollen Tat vom Blute zu reinigen gesucht.
In der Bevölkerung des kleinen Ortes herrscht eine unbeschreibliche Erregung. Heute findet die amtliche Leichenschau statt. Hoffentlich gelingt es den Bemühungen des Oberstaatsanwalts von Nordenskjöld und der übrigen am Orte weilenden Gerichts- und Polizeibeamten, Licht in das Dunkel der grauenvollen Tat zu bringen. Bemerkt sei noch, dass die Erschlagene sich am letzten Sonnabend verlobt habe. Ja, soweit war das in der Zeitung zu lesen. Und ich lese Ihnen noch jetzt ein Stück, was der Täter wurde gefasst nach 2 Monaten. Und ich, nach den Aussagen habe ich dann diesen Text geschrieben. Die Tür zu der Zelle wurde wieder von außen verschlossen. Er saß auf dem Schemel und lauschte auf die Schritte des Wärters, die sich entfernten. Er stützte den Kopf mit beiden Händen. Die Vernehmung durch den Amtsgerichtsrat hatte ihm alle Kraft verlangt. Ich will heute die volle Wahrheit sagen, hat er auf die Vorhaltung geantwortet, nicht alles bekannt zu haben. Das war seine 5. Vernehmung seit der Verhaftung und vielleicht die letzte vor der Verhandlung. Er hatte beinahe 2 Monate mit dieser furchtbaren Wahrheit gelebt, hatte sie sorgsam verpackt, verschnürt und in seinem innersten Keller vergraben, sonst hätte er nicht weiterleben können. Nun kam alles wieder ans Tageslicht. Auch der Augenblick war wieder präsent, als er so wie immer vom Hahnenschrei wach geworden war und im Dämmerlicht glaubte, alles sei nur ein Traum gewesen. Doch der Albtraum war Wirklichkeit und nichts konnte die Tat rückgängig machen. Er hatte Schuld auf sich geladen, dass er es nicht so geplant hatte, änderte nichts. Manchmal hatte er seinem Leben ein Ende machen wollen, dann wollte er doch noch ein bisschen leben. Die Angst vor der Entdeckung hatte ihn Tag für Tag begleitet. Doch mit der Zeit hatte er gehofft, dass die Suche nach dem Täter eingestellt würde. Dann hätte er mit dem verschnürten Päckchen weiterleben können. Nun, wo die Wahrheit heraus war, musste er sie anschauen. Am Tage, in den einsamen Stunden seiner Zelle und besonders in der Nacht. Das würde er erst ein Ende haben, wenn ihm der Kopf abgeschlagen war. Diese Strafe musste er auf sich nehmen. Wie hatte er nur glauben können, die Witwe sei unbemerkt nach draußen zu locken? Nur in dem Fall hätte jeder Fremde als Täter in Frage kommen können. Und wieder geht er am Sonntagabend zeitig zu Bett, damit niemand auf den Gedanken kommt, er wolle noch ausgehen. Als Nikolaus Schmidt sein Fahrrad bei ihm in der Kammer abstellt, reden sie noch ein wenig miteinander. Er hält sich wach, bis er auf dem Hof dunkel ist. Dann zieht er seine grau-schwarze Hose an, einen grauen Militärrock, eine graue, schlappe Schirmmütze und seine schwarzen Schnürstiefel. Die Eisenstange, die 1,5 Meter lang ist und fingerdick, steckt er in seine linke Rocktasche. Die Stange war im Kuhstall gewesen. In seinen Hosentaschen hat er immer Klappbänder, vielleicht braucht er eines zum Erwürgen. In den Romanen werden die Opfer oft erwürgt. Das scheint nicht so schwer zu sein. Er geht auf der Landstraße durch die Dunkelheit. Alles ist still. Begegnet mir einer, kehre ich um. Aber niemand ist um diese Zeit unterwegs. Er biegt in den Privatweg ein und kommt an die Hinterseite der Gärtnerei. Auch hier ist alles ruhig. Er weiß, wo das Schlafzimmer ist. Einmal hat er Frau Schmidt die Betten machen sehen, als er Korn abholte.
Er hebt die Faust und klopft ans Fenster und ruft laut: Frau Schmidt, Sie möchten mal auf den Hof kommen. Frau Rasch ist plötzlich erkrankt. Im Schlafzimmer wird Licht gemacht. Wer ist da? Er nennt seinen Namen und sagt: Frau Rasch schickt mich. Da antwortet das Dienstmädchen Frieda Wiese: Frau Schmidt zieht sich an, er soll warten. Danach wird die hintere Tür aufgeschlossen. Nun kann er nicht mehr zurück. Er tritt ein. Nicht nur Frieda Wiese ist wach, auch die beiden Knaben sind es. Und die Mutter, die hin und her geht beim Anziehen, sagt ihnen, dass sie zum Klinkerschen Hof gehen wird. Was fehlt denn der Frau Rasch, fragt die Wiese. Er zuckt mit den Schultern und sagt, das wisse er nicht. Frau Schmidt schließt die Tür von außen zu und legt den Schlüssel unter einen umgedrehten Blumentopf. Dann gehen sie auf dem Weg hintereinander her bis zur Straße. Er soll neben ihr gehen, nicht so bummeln, verlangt die Schmidt. Sie denkt nur an ihre Schwester und was geschehen sein mag. Ich muss es hier und jetzt tun, denkt er, denn nachher sind mehr Häuser. Und so wirft er sich auf die ahnungslose Frau, reißt sie im Fallen mit zu Boden. Dann schlägt er auf ihren Kopf ein mit bloßen Händen, denn die Eisenstange kann er nicht finden. Sie ringen miteinander, sie schreit und wehrt sich verzweifelt. Er schlägt sie weiter mit seinen Fäusten, kniet auf ihr, drückt ihren Kopf herunter, fummelt das Strohklappband aus der Tasche, legt es um ihren Hals, aber sie reißt es herunter. Darum schlägt er immer weiter mit den Fäusten auf ihren Kopf ein, bis sie schlaff wird. Aber er weiß nicht, ob sie tot ist. Da springt er auf, bricht sich aus der Hecke eine dicke Stange, die in der Dunkelheit hell leuchtet, und schlägt damit auf den Kopf der Frau ein, bis er merkt, dass kein Leben mehr in ihr ist. Dann packt er ihre Jacke und schleift die Leiche auf die Koppel. Seine Hände fühlen sich klebrig an. Er wischt sie am Taschentuch ab. Alles ist still. Er knipst kurz seine Taschenlampe an. Auf der Straße liegt die Eisenstange. Die steckt er wieder ein und geht den Weg zurück zum Haus. Dort schlafen die drei Menschen, die er jetzt töten muss, weil sie ihn sonst verraten würden. Er schleicht sich ins Schlafzimmer. Das Dienstmädchen ist kräftig. Das muss er zuerst töten. Nun hat er die Eisenstange. Einer der Knaben wimmert und will sich unter der Bettdecke verkriechen, aber das nützt ihm nichts. In der Küche steht ein Eimer. Da wäscht er sich das Blut von den Händen. Erst danach packt ihn die Unruhe, sodass er sich kaum Zeit nimmt, nach Geld zu suchen. Das Fenster drückt er von außen ein, damit es nach einem Einbruch aussieht. Er mag nicht mehr an der ersten Mordstelle vorbeigehen, steigt über die Niemannsche Koppel. Die Eisenstange wirft er in den Teich von Architekt Petersen, kommt über die Tolgatsche Koppel bis zur Landstraße, da wo der Bäcker Schaf wohnt. In seiner Kammer zählt er das Geld. Es sind 109 Mark. Seitdem hört er das Wimmern des einen Knaben. Darum wird er für seine Tat büßen. Dankeschön. Sehr, sehr nett. Ja, liebe Hanna Dunkel, auch dir möchte ich ein Dankeschön sagen und dir ein Buch mitgeben, die Anthologie, die wir geschrieben haben, die 2018/19 erarbeitet wurde und erschienen ist. Das war eine sehr grausame Geschichte und das zeigt uns ja, dass es in vergangenen Jahrhunderten und Jahren auch schon grausame und harte Zeiten eben gegeben hat. Und du hast es sehr schön geschildert, wie die Motivation dieses Menschen
so ein wenig zustande kommt, obwohl es etwas Unvorstellbares ist, aber eben eine wahre Geschichte. Herzlichen Dank. Ja, und nun kommen wir zu einer ganz anderen Sache. Das ist also in etwa das Gegenteil. Ich stelle Ihnen jetzt eine Autorin, die ebenfalls aus Hessen gekommen ist, vor. Die hat den Weg hierher nach Norddeutschland gefunden und kennt sich aber auch ein wenig aus. Und das ist Frau Sabine Mucho. Sie wird uns eine etwas märchenhafte Geschichte erzählen, Matz und der Sternenstaub. Dankeschön. Das war nicht Routine, ich soll es tief machen. Ja, genau. Ist das so okay? Ja, ich kenne mich ein bisschen aus. Ich komme ja eigentlich auch gar nicht aus Hessen. Ich bin geborene Hamburgerin und ich hatte einen Opa, der war Bootsbauer und hat immer ein bisschen platt gesprochen, und zwar Missingsch. Das ist das Hamburger Platt. Und es ist damit für Zugereiste ein bisschen besser zu verstehen. Und für uns Kinder war es immer schön, wenn unser Opa platt gesprochen hat. Die zweite Motivation für meine Geschichte war die Elbe, an der ich immer unheimlich gerne mit dem Fahrrad unterwegs war, mit den Füßen gebadet habe, schon als kleines Kind. Und so ist auf einmal aus einer Schreibanregung in unserer Autorengruppe Kelkheim eine Geschichte geworden. Ziemlich kurz. Und da ist sie nun. Matz und der Sternenstaub. Als Matz noch ziemlich klein war, stand er eines Abends mit seinem Opa und seiner etwas größeren Schwester Lina am Strand der Elbe zwischen Othmarschen und Wedel und blickte gebannt in den Himmel. In dieser Septembernacht, das hatte ihm sein Opa versprochen, würden ganz viele Sternschnuppen vom Himmel fallen. Wo fallen sie denn runter? Hatte der Kleine aufgeregt gefragt. Och, wenn du ein bisschen Glück hast, genau vor dir auf dem Elbstrand, zwinkerte sein Opa ihm zu. Pass bloß auf, das ist bannig gefährlich. Gar nicht, rief Lina empört. Mama hat gesagt, die Sternschnuppen gehen beim Fliegen kaputt und platzen in lauter kleine Stücke. Wenn sie hier bei uns landen, dann hat sie der Wind zu Sternenstaub zerweht. Ach, wie schade, jammerte Matz. So ein Stern ist doch aus Gold. Damit kann ich mir ganz viele Negerküsse kaufen und eine elektrische Eisenbahn mit so einem Klumpen Gold. Der ist doch am Himmel bestimmt so groß wie ein Haus, oder, Lina? So groß wie ein Hochhaus, antwortete die große Schwester. Aber Sternenstaub ist so leicht. Der landet doch bestimmt in der Elbe oder in Cuxhaven, wo Tante Anna wohnt. Nö, Matz, das wird ja wohl nichts mit deinem Klumpen Gold. Stimmt's oder was, Opa? Opa kratzte sich an seinem dichten Bart. Laut uns mal kicken, begann er und nahm je ein Enkelkind rechts und links an die Hand. Ich habe mal grad Ebbe. Vielleicht gibt's ja was Kostbares für euch auf der Sandbank dort drüben. Matz strahlte und wollte ganz schnell mit seinen Gummistiefeln durch das flache Wasser stapfen. Nun zog er seinen Opa hinter sich her, der gar nicht mehr so schnell gehen konnte. Und Lina wiederum hielt den älteren Herrn zurück. Sie wollte ihr neues Kleid nicht bespritzen und ging sehr zögerlich weiter. Wie hebt doch Tiet, schimpfte der Opa. Moll beten suche, Mignon. Matz seufzte. Wenn der Opa mit ihm platt sprach, dauerte fast alles doppelt so lange. Aber Opa, wenn nun die Ebbe den ganzen Sternenstaub wegspült, bis wir da sind, wollte er wissen. Lina wollte sich kaputt lachen. Nee, mein Lütter, sagte sie gönnerhaft.
mit der Überlegenheit der 2 Jahre älteren Schwester. Hier gibt's doch Pfahlwürmer, Wattwürmer und Pfützen auf der Sandbank. Nicht nur Wasser, da bleibt bestimmt noch was für uns übrig. Guck doch mal, da vorne. Das Mädchen vergaß sein Kleid und pflügte blitzschnell durch die kleine Rinne vor der Sandbank. Der Mond hing wie eine fast vollständige Apfelsine am Himmel und schien auf sie hinab. In diesem Moment begann das herrliche Schauspiel. Es ist Sternenregen, Lina. Guck doch nur, sie fallen alle gleichzeitig runter. Oh je, mine, brummte der Opa, wenn dat mal bloß gut galt. Mats wusste, dass sein Opa immer einen großen Regenschirm dabei hatte, den er seitlich an seinem Rucksack befestigt hatte. Opa, gib mir mal deinen Schirm. Ich fange sie alle auf, bevor sie zerplatzen, befahl er mit fester Stimme. Das hält der Schirm nicht aus, meinte Lina. Aber hatte sie denn jemals einen Stern gefangen? Große Schwestern wussten auch nicht immer alles, dachte Mats. Er riss sich von seinem Opa los, schnappte sich den Schirm und spannte ihn auf. Als er am höchsten Punkt der Sandbank stand, drehte er den Schirm schnell wieder um und wartete gespannt ab. Da kommt ein Stern, schrie Lina. Etwas weiter links, Mats. Bleib hier, dröhnte Opas Stimme. Da hinten ist es zu tief für dich. Doch der kleine Junge war nicht mehr zu bremsen. Völlig aus dem Häuschen flitzte er an das Ende der Sandbank. Oben am Himmel schien eine Kaskade von Sternen extra für die Kinder herunterzufallen. Mats sah einen davon genau auf sich zukommen. Das ist meiner, überschlug sich seine Stimme. Er stapfte noch einen Schritt nach vorn und fiel der Länge nach in eine Art Priel. Doch Mats gab nicht auf und schnappte sich den Schirm erneut, der flussabwärts zu verschwinden drohte, und wurde von der Kraft des ablaufenden Elbwassers mitgenommen. Lina kreischte entsetzt und der Opa hechtete sofort ins Wasser, um seinem Enkel hinterher zu schwimmen. Als er völlig atemlos bei dem Jungen ankam, konnte er ihn kaum noch erkennen. Mats hatte wohl wieder Grund unter den Füßen und stand im kniehohen Wasser. Er glitzerte am ganzen Körper. Opa, das ist ein ganzer Klumpen Gold. Nur so ein bisschen in kleine Stücke geteilt, erklärte er stolz. Und bitte wasch mich nicht ab. Reicht der Sternenstaub für ganz viele Negerküsse und eine elektrische Eisenbahn? Das wird wir wohl sehen, seufzte der Opa erleichtert. Er wickelte Mats vorsichtig in seinen Anorak und befahl, ihn ganz still zu halten, damit kein Sternenstaub verloren ging. Lina hatte es die Sprache verschlagen. Ihr kleiner Bruder leuchtete und glitzerte. Als sie ihre Stimme wieder zurückerlangte, sagte sie ehrfürchtig, Mats ist Schaman doch ein Engel aus Sternenstaub, Opa, nicht wahr? Jo, jo, klang es aus Opas Bart. Und nu geidert nach Hus mit unserem Goldjungen. Ja, Frau Sabine Mucho, herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir haben aber immer noch den norddeutschen Slang in der Stimme, wenn ich das mal so sagen darf. Es war eine sehr nette Geschichte und auch Ihnen möchte ich als Dankeschön unsere Anthologie Fundstücke, wenn Krähen kreisen, mit auf den Weg geben. Dankeschön. Und freue mich, dass Sie da waren. Dankeschön. Mich auch. Ganz herzlichen Dank für die schöne Aufnahme und diese tolle Umgebung. Das war noch und die super Musik. Da freue ich mich da auch. Da komme ich gleich auch drauf. Ja. Genau. Also ich habe Sie noch gar nicht offiziell begrüßt. Ich war auch ganz gefangen von Ihrer Musik. Da ist es ein bisschen untergegangen. Natürlich habe ich Ihnen auch herzliches Willkommen gesagt. Das ist das Ehepaar Sint. Sie spielen größtenteils Folkmusik, aber glaube alle Arten von Musik. Ich glaube, wir haben sie auch schon mal
mit klassischer Musik hören können. Oder kann ich, habe ich mich da geirrt? Es muss schon länger her sein. Jedenfalls können Sie wunderbare Musik machen und darauf freuen wir uns jetzt. Und danach haben wir 10 Minuten Pause, um uns dann wieder hier zu treffen und weitere interessante und spannende Texte zu hören. Christopher und Ruth sind. Thank you.